Sommer in Deutschland. Es ist mein zweiter Sommer hier. Soweit finde ich den Sommer in Deutschland oder in Bayern gar nicht schlecht. Es gibt weder viele Mücken noch viele Zikaden, was den Sommer deutlich ruhiger macht. Ich brauche mir keine Sorgen, um die Taifune oder Regenzeiten zu machen, die fast wie ein Monsun sind. Das bedeutet aber nicht, dass der Sommer ein Paradies ist. Oder ich könnte es auch so sagen, man kocht hier auch nur mit Wasser. Es ist einer meiner Lieblingssätze auf Deutsch, wenn es sich um das Thema Deutschland geht. Das Leben in Deutschland wird von manchen Koreanern überschätzt. Ich möchte auch nicht über was Faschismus für dieses Land sprechen, aber trotzdem. Der Tag wird immer länger im Sommer, somit kann man die Sonne bis gegen 21 Uhr genießen. Aber zur selben Zeit lässt die derzeitige sommerliche Sonne mich nicht mal ausschlafen. Es liegt teilweise daran, dass wir im Schlafzimmer noch keinen Laden haben. Zumindest habe ich Glück, dass die Firma mich den ganzen Monat Homeoffice machen lässt. Das Büro ist nicht der beste Ort derzeit zum Arbeiten. Wie die anderen normalen deutschen Unternehmen verfügt auch unsere Firmengebäude über keine Klimaanlage. Also bei dieser Hitzewelle könnte man als einzige Gegenmaßnahme die Fenster nur öffnen oder kippen. Die Situation zu Hause ist nicht anders. Aber ich lasse allerdings auf keinen Fall die Insekten während meinem Schlaf ins Haus reinkommen. Das dürfen sie nicht und das erlaube ich nicht. Tagsüber kann ich nichts anderes tun, als die Wohnung aufheizen zu lassen und unter der Hitze zu leiden. Natürlich kann man eine Klimaanlage kaufen, wenn man will. Einige meiner koreanischen Bekannten haben schon eine besorgt. Bei mir sind die Temperaturen erträglich. Ich muss nur ein paar Stunden am Nachmittag aushalten, dann kühlt es am Abend ab. Ich wollte über den Sommer im Allgemeinen sprechen, aber alles, was ich gesagt habe, war über die Hitze. Wahrscheinlich, weil mein Kopf nur voll von diesem Gedanken ist. Es ist so warm. Sogar einer meiner Ansprechpartner bei der Arbeit hat mir in einem Business-E-Mail geschrieben: Es ist so warm. Ein deutscher Ausdruck des Tages. Man sagt warm statt heiß, wenn es um die hohen Temperaturen geht.